Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen, wenn auch nicht zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins, sondern heute mal Infovideo und ich versuche mich heute echt mal kurz zu fassen. Kurz und knackig, mal nicht 10 Minuten Infovideo, sondern mal wirklich kurz gehalten und das wird interessant. Ja, ihr habt's gemerkt, natürlich ganz klar, ihr seid ja aufmerksame Zuschauer und tolle Abonnenten und so weiter, ja, und ihr fragt euch natürlich, was geht beim Kaffeeonkel eigentlich auf dem Kanal ab? Also eigentlich geht ja nichts ab, genau das ist euch ja aufgefallen. Ja, es ist ja gerade eine Katastrophe, ne, mit mir. Also kaum noch Videos, total unregelmäßig, nichts, auf nichts kann man sich mehr verlassen. Hat der überhaupt noch Bock, der Kaffeeonkel? Ja, natürlich hat er Bock, aber der Kaffeeonkel hat das Problem. Die Zeit ist das Problem. Es fehlt mir einfach die Zeit, YouTube in der Intensität zu machen, wie ich das noch vor einem halben Jahr gemacht habe. Dieses Problem hat sich in den letzten Monaten immer wieder wiederholt und fortgesetzt und auch verstärkt, weil auch noch ein paar andere Baustellen und Interessen dazugekommen sind. Und daher habe ich mich entschieden, hier an der Stelle einen Cut zu machen und neu anzufangen. Also neu anzufangen heißt nicht, dass jetzt der Kanal gelöscht wird, pipapo, sondern ich werde einfach in Zukunft meinen Content so ändern, dass er wieder zu meinem Zeitmanagement passt. Das heißt, ich werde sämtliche Projekte, die momentan laufen, abbrechen. Ja, auch Origins, auch wenn es mir leid tut. Zumal Origins das Problem ist, dass es mich A, nicht überzeugt hat. Grafisch super, auch die Story, alles pipapo. Aber steuerungstechnisch, gameplaymäßig fühlt es sich für mich nicht nach einem Assassin's Creed und nicht aus und auch nicht ausgereift an. Dazu kommen technische Probleme, die das Spiel hat. Es läuft nicht rund, es stottert, es schmiert ständig ab etc. pp. Und nein, es liegt wohl nicht am Rechner. Deswegen werden wir das lassen und ich werde in Zukunft meine Let's Plays so ausrichten, dass sie nicht mehr länger wie 3 Monate gehen. Also wir sagen 3 Videos pro Woche maximal bei 10 bis 14 Wochen und dann sind wir eben bei diesen 30 bis 36 Folgen, a 20 Minuten oder halt auch 1 Stunde Folge, dann brauchen wir nur 1 oder 2 in der Woche und dann kommen wir mit 3 Monaten hin. Da geht die Reise hin, ein Let's Play. Die Let's Plays kommen also nur noch nacheinander und nicht mehr parallel und zwischen den Let's Plays können auch mal 2, 3 Wochen oder 1 Monat oder 2 vergehen, wo eben kein Let's Play läuft und dafür bringe ich dann lieber mal ein Angezockt oder mal irgendein anderes kleines Projekt für zwischendurch. So wie auch jetzt im Moment, Horizon hat mir einfach auch die Erfahrung gebracht, ne, 139 Folgen, 1,5 Jahre Let's Play ist einfach zu lange, geht gar nicht. Also von dem her. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich hoffe, ihr schaut trotzdem weiterhin zu. Die nächsten 1, 2 Wochen weiß ich noch nicht, wie da Videos kommen, ob da Videos kommen, wie viele. Let's Play wird jetzt nicht gleich ein neues starten. Das heißt, es wird dann demnächst wahrscheinlich irgendein Angezockt oder irgendein anderes kleines Projekt voraussichtlich kommen. Wie genau, was genau, weiß ich noch nicht. Lasst euch überraschen, es wird auf jeden Fall weitergehen, es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ich danke euch auf jeden Fall für euer Verständnis und für eure Treue für die letzten 3 Jahre. Ja, so lange ist das nämlich schon, an die 3 Jahre oder 2,5, weiß nicht genau. Und weil ich jetzt auch schon wieder 3 Minuten quatsche, würde ich sagen, wir lassen es hier gut sein. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich darf euch demnächst wieder bei einem Projekt von mir begrüßen und ihr schaut wieder zu. Manchmal macht man eben Pläne und dann gehen sie nicht auf oder die Umstände, das Leben spielt manchmal eben sein eigenes Spiel, so ist das eben. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, bis dahin, have a nice day. Ich verabschiede mich wieder von euch, bis dahin, ciao, ciao.